Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Guild. Ja, in der letzten Folge haben wir Emily, die gesucht wird, entdeckt. Und wollen sie jetzt suchen? Sie war ja da drüben gewesen, in dem Schulteil, im Zimmer 105 müsste es gewesen sein, Klassenzimmer. Aber da kommen wir nicht rein, da müssen wir jetzt erstmal einen Schlüssel finden. Emily? Hallo? Hallo? Ich glaube, das Rufen war nicht so clever. Wegklopp. Ihr knarrt's? Ich habe Angst. Oh, Inhalator. Alter, ist ja dunkel wie ein Bärenarsch ohne Taschenlampe. Das nehme ich mit. Hier. Aus. An. Oh, war hier noch was? Nee. Alter. Kurs, mach auf. Was ist denn jetzt, wenn ich jetzt hier bin? Warum sind denn hier überall Ohren? Die Frage ist, komme ich da jetzt einfach so ran? Kann ich hier ins Ohr leuchten? Ja. So, wir testen jetzt einfach mal. Wenn wir jetzt drauf gehen, gehen wir drauf. Ne, wir gehen nicht. Ich will hier ins Ohr pieken. Okay, war nicht gut. Wir sehen dich. Ach. Irgendwer will, dass ich das nicht vergesse. Aber wer? Also, bei den großen Augen, wie soll man da vergessen, dass man gesehen wird, ja? Das ist ein Apfel. Ich will den Apfel, 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 Apfel. Kommen wir da ran? Irgendwie rangebackt? Wir sehen den, ja, ja, ja. Aber... Ja, 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 ja. Ich will den Apfel. Gib mir den. Geht dann halt nicht. Sollen wir hier hinten noch irgendwo einen Inhalator für uns? Hallo? Naja, siehst du, das ist... wer wir doch gemeint haben, es geht hier wohl um Ängste und so weiter. Na, in dem Tagebuch stand ja auch drin... Sie hatte Angst, dass die Leute, dass sie ja da vorne gesehen wird. Das Monsterwahrnehmung. Ein Umriss von Sally erscheint an dem Ort, an dem die Monster sie erahnen und nach ihr suchen werden. Kommt der? Hallo? Hallo! Ich komme da frisch. Komm ich da rein? Mach die Tür zu, mach die Tür Nichts. Zu, mach die Tür zu. Mach zu, mach zu. Danke. Ist irgendwas Tolles auf dem Klo? Nee? Ich sag, ich finde, es sieht gut aus, Leute. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was... Steht hier das Monster? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, wie ihr es findet. Wie gesagt, es ist ja für die Stadia gewesen. Ja, um Kameraposition zu ändern. Ja, mach ich doch. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich bitte die mich nicht. Nein. Monster werden von der Taschenlampe angezogen. Du kannst sie als Köder benutzen. Oh mein Gott.
Ich bin voll am Arsch. La 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 la. Okay. Wir malten hier einen Kackerhaufen auf meinen Kopf. Alles sieht anders aus. Oder auf ihr Kopf, ihren Kopf. Duser. Ja, ganz ehrlich. Alles sieht anders aus. Meinst du, sahen die Bilder sonst anders aus oder was meinst du? Ja, ich weiß allgemein. Warte, hätten wir das noch schieben können? Das stimmt. Ich geh nochmal runter. Tue ich mir jetzt weh? Nimm das. War klar. Ja, ja. Oh, geh doch da raus. Noch ein Stück. Ist ja natürlich klar, dass ich mich wieder verletze an dem Zeug. Wo muss man überhaupt hin? Oh. Ah. Ich hab's gecheckt, Hobbys. Stöhn mal nicht so laut, draußen läuft das Monster rum. Ich muss das pushen. Okay. So. Gut. Na, hast du gut gemacht. Wie so eine wie so ein Büchereiregal. Was? Emily verschwindet. Und als sie wieder auftaucht, hat sie all diese Monster im Gefolge. Was heißt das alles? Wo war sie? Ich denke, ja, das sind ihre Ängste. Also wie gesagt, wir haben's. Steht da wer? Hallo? Mach das Ding wieder aus. Hallo? Kannst du die Lampe wieder ausmachen, bitte? Hier. Ah, ich kann das auf zwei Dingern anmachen. Point of no return. Mist. Der mufft ein bisschen. Das wird nützlich sein. Ich glaube, ich muss mal ihn nehmen. Oh. Oh, geil. Ich krieg wieder richtig Luft, Junge. Was ist denn das? Oh, Erfolg. Befreie alle Steinmenschen. Okay. Ticketstück. Ein Stück eines alten Seilbahntickets. Es ist alt und mitgenommen. Könnte jederzeit zu Staub zerfallen. Was, wie, wo, wann, wo? Willst du mich verarschen? Du kommst doch jetzt nicht hier rein, oder? Ein seltsames Buch. Heute sind wir im Krankenhaus. Immer wenn mein Opa krank wird, gehen wir dorthin. Es ist schrecklich still und ich darf in den Fluren nicht herumrennen. Ich höre Mama und Papa oft streiten, auch wenn sie dabei flüstern. Sie sagen, wir müssen fort von hier, wenn alles vorbei ist. Ich verstehe nicht, was sie damit meinen. Sie sagen, dass wir umziehen müssen und dass uns hier nichts mehr hält, wenn er tot ist. Das verstehe ich nicht. Er wird doch wieder gesund. Mama sagt, wir ziehen nach... Was? Bethelwood, wo meine Tante wohnt. Ich weiß nicht, ob es jetzt so clever ist, hier die Lampe anzumachen.
Und dass die Monster anzieht, aber gut, die Tür ist doch zu. Noch ein seltsames Buch. Alter, wie viele Bücher liegen denn hier? Zeig mal. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich lese das jetzt mal nicht vor. Ich lasse das mal ganz kurz so 1, 2, 3 Sekunden und dann mache ich das runter. Ihr könnt Stopp machen, wenn ihr das lesen möchtet. Und dann mache ich jetzt auch schon wieder runter. Dann macht er wieder Stopp und dann geht es auch wieder weiter und gut. Ihr könnt dann nochmal kurz lesen. Ihr könnt ja wie gesagt Pause machen und dann geht es jetzt auch schon weiter. Du sollst die Lampe ausmachen und nicht hier eine Schubserei anfangen. Diese Monster sind überall. Ja. Was sind sie? Wow. Und was wollen sie? Versteck dich in Lüftungsschächten vor Monster. Willst du mich denn rollen oder was? Wie soll ich denn da hochkommen? Ach so, meinst du das? Ah. Der ist aber großzügig beleuchtet, muss ich sagen, für so einen Lüftungsschacht. Ein O-Saft, gib mir den. Oh, jetzt hab ich Bock auf. Oh, jetzt will ich eine Capri-Sonne mit Orangengeschmack. Gleich getriggert, aber sowas von. Oh, hab ich schon fast das Mikrofon geknutscht. Warte mal, wir warten noch mal kurz. Ja, genau, ich wollte sagen, der wird doch nicht so lange da stehen bleiben. Ich dachte, der kommt jetzt so bis zu uns gelaufen. Tü-tü-tü. Ob wir den durch den Strom jagen können? Ich muss das jetzt testen, das wisst ihr, ne? Hallo, ein Monster. Kuckuck. Dreh dich doch mal um. Hallo. Gib dir doch schon Lichtzeichen, kriegst du das nicht mit? Mann. Was, ob das so clever ist? Boah, wollen wir es tun? Ich will bloß testen, kann ich das wieder anmachen? Jo. Wir tun's. Mr. Monster. Hilfe. Tot? Toll, ich hab's nicht gesehen. Mist. Oh, hier kommen wir nicht weiter. Hat sie hier gegessen, dann die kleine Emily, oder was? Okay. Ich meine, ich habe hier noch irgendwo Monster sind. Alles sieht nach Lehrerzimmer aus. Die haben eine große Glotze, die haben genug zu trinken da. Boah, bequeme Sessel. So eine Sessel sind ganz geil, außer im Sommer sind so eine Ledersessel echt kacke. Da klebst du mit dem Hintern oder wenn du irgendwo nackte Haut auf einer kurzen Hose hast, klebst du da mal fest. Alter, so ein Fernsehen hatten wir auch mal. Ganz ehrlich, für die jüngere Generation, die kennen das gar nicht mehr, dass die Dinger hier so dick sind. Dann gehen die normalerweise, die Röhre geht immer noch so spitz nach hinten zulaufend, noch weiter. Das heißt, der Fernseher in der Größe wäre noch tiefer gewesen, ey. Heutzutage hast du ja die Fernseher, ach, weiß nicht, wenn du manchmal so die ganz modernen Fernseher, wo du 3 bis 5 mm oder lass mal so 5 mm dicken Bildschirmrand hast. Bildschirmrand. Überhaupt der Bildschirm so dick ist, so. Oh, ich habe den Key gefunden. Ist das der? Dieser Schlüssel dürfte für alle Flurtüren passen. Zählt da auch der Flurtür rüber? Auf die andere Seite? Das heißt, ich kann jetzt zurückgehen? Wuff. Oh, oh. Alter, ich da jetzt rausgekonnt, hätte ich da rausgemusst. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Mist. Noch einer? Nee.
Gehst du mal weiter? Hier sind... Wirf leere Getränkedosen. Das heißt, ihr wollt mir das zeigen? Wo sind denn leere Getränkedosen? Hab ich... Ah, hier. Kann ich die vorher austrinken? Halte LT gedrückt und wirf mit RT die Dose. Das Geräusch lenkt Monster in der Nähe ab. Ich will noch eine. Kann ich die vorher trinken? Hat so jetzt nicht ganz funktioniert. Ich glaube, das war zu weit weg. Gib mir mal noch eine. Und kriegen die Lehrer gratis Getränke? Die verkackeiern? Aber die sind nicht leer, ne? Ich teste das jetzt einfach mal erstmal hier hin. Können wir die jetzt nochmal nehmen? Von dem Werf. Kann ich das doch einfach die Rübe schmeißen? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ah! Lass mich raus. Lass mich, ich häng fest. Ah, falsch Luft, falsch Luft. Boah, Alter! Junge, 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 nein, 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 nein. Alter! Stehe ich gleich unter Strom? Boah! Sag ja, sneaky kann ich. Nicht. Boah, Alter. Ich gehe dann mal wieder. Oi, na das war jetzt bravissimo von mir, sag ich dir. Oh, bitte nicht, sieh mich 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 nicht, bitte nicht. Shit, shit. Hier irgendwo inner. Oh, jetzt bin ich wieder angespannt, Junge. Das war Zimmer 102. Wir müssen also wieder in die Richtung. Ist das richtig? Ich hab doch immer so eine Orientierung wie so eine Eintagsfliege. Genau, jetzt nach links gehen. Was war denn hier? Also der hier war nur zum Verstecken, okay. Kam denn jetzt hier einer? Stimmt, hier waren jetzt die Augen. Hallo. Alter, ihr seid auch nicht gruselig. Diese Puppen erinnern mich so an Little Nightmare 2. Das geht gar nicht. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Ich ahne ganz Schlimmes. Warum ist denn das hier abgefallen?
Bethelwood war eine bedeutende Bergbaustadt. Das ist schön. Ach, das ist so Mobbing-Szene, wa? Ah. Ist aber nicht schön. Hau ich gleich alle die Holznase, sag ich dir da. Guck, guck, wollt nicht stören. Wir müssen mal gucken, was ihr hier so macht. Mit dem Inhalator, Inhalator, Inhalator. Also irgendwie scheinen wir das Zeug ja dann auch noch wegzubekommen. Jetzt, wenn es hier brennt, ne? Also soll das einfach so dieses Geschleime sein? Ah! Schrei doch nicht so rum. Mädel, da. Wieder rein? Was ist hier drin? Ach, auch eine Toilette. Alter, schön Kopfdusche machen oder was spülen. Ihr seid ja ein paar Schweine, ey. Mag euch Holzpuppen jetzt schon nicht. Warte mal, da ist die. Ist das Monster lang gegangen. Ob das jetzt so clever ist, ist eine andere Frage. Wir gucken mal. Hallo, Mr. Monster. Stehst du da? Läufst du? Ich würde gern zum Biologieunterricht. Weißt du? Wir müssen eins nach links. Genau da, wo der scheiß Typ steht. Wir gucken erstmal hier noch. Haben wir eine Dose zum Ablenken dann notfalls? Oh, nimm das. So, solange kann ich die Taschenlampe nicht anmachen. Emily? Bist du hier? Ich bin voll männlich. Strom und Feuer. Ein leckender Sprinkler. Mhm. Strom. Feuer. Das ist gar nicht so geil, wie du denkst. Ich das hier irgendwie in meine... Nee. Wir müssen hier ins Rüber. Guck mal, wir haben ihren Raum jetzt noch vergessen. Was ist das für ein Zimmer hier unten? Ein Klassenzimmer 104. Vielleicht müssten wir da auch nochmal rein. Jetzt, ja, ganz ehrlich, jetzt leg mal die Dose ab. Kann ich mal das Licht anmachen. Dann seht ihr nämlich auch besser. So, hier kommen wir jetzt nicht durch. Das war gut. Das ist weniger gut. Können wir das ausmachen? Immer nicht. Wie kommen wir jetzt an die Leiter, ohne dass ich mir gleich wieder hier den A verbrenne? Wo sind die letzten Mal nicht mit? Da hinten ist Strom. Wenn es nicht mehr, dann können wir hier nämlich den Strom ausmachen. Super! Supi! Nu? Kommen wir an die Leiter ran. Ach, da müssen wir hoch, wa? Reicht das schon? Naja, ein Stückchen können wir noch.
Vielleicht sollte ich hier einfach auf Hilfe warten. Tja. Krabbeln hin. Guck mal, jetzt gehen wir sogar Raum 104. Na, guck mal an. Das sieht aus, als hätte hier jemand gewohnt, so zwischendurch, wa? Ja, Leute, aber was wir in Klassenzimmer 104 finden, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Guild. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und ein Abo, dann verpasst ihr auch keine der zukünftigen Folgen mehr. Und ihr unterstützt mich und meinen Kanal. Ja, dann mache ich nämlich jetzt eine kurze Pause und lade schon mal die Folge 1 für heute Abend hoch. Haut rein, bis zum nächsten Mal.